Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Let's Play GOW. Wir sind bei Folge 164. Wir müssen immer noch Waffen sammeln und die Krieger töten. Und auf Fahnen. Vielleicht nur gewisse Prozentzahl haben muss oder so. Das ist ein ungültiges Ziel. Ich verstehe das nicht. Nee, doch nicht. Hat sagen, hat gerade gezählt. Dafür aber so was anderes, weil wir ja die Kiste aufgesammelt haben. Ich hämmer jetzt einfach mal auf der Taste rum. Beim Fall, oh weia, das kann ja einen Spaß geben. Das kann ja einen Spaß geben hier. So weit darf ich jetzt nicht weggehen. Also das ist echt hart. Wir müssen auf der doofen Taste rumhämmern und naja gut. Kriegen wir auch irgendwie hin. Ende. Oh, Spieler ist. T-Bone. Okay, das T-Bone-Steak ist gerade abgehauen. Oder? Weg. Mysteriös. T-Bone-Steak, das abhaut. Wir sind immer noch unbekannt. Okay, so funktioniert es. Wenn er kaum Leben hat, müssen wir unsere Taste hämmern. Und bevor er fällt, durchbohren wir ihn. Was ein Strunks. Leute, was ein Strunks, ehrlich. Oh nein, das holt ja auch nur dabei ab, ey. Oh. Aber hat funktioniert. Und das hier ist ganz besonders toll, weil das ist eine Adamantitruhe. Da ist immer was Tolles drin. Wie ihr seht, frittierte Kochbananen. Na gut, die Zottelkappen sind nicht schlecht. Da hätten wir ruhig was anderes antun können, wie Epics oder so. Dafür kriegen wir Bananen, ja. Bananen sind zwar gut, aber jetzt im Spiel wollte ich doch keine Bananen haben. Da wären mir doch Epic lieber gewesen. Was sagen wir, warum meckert er, dass wir keine Bananen haben? Das kann doch gar nicht sein. Aber da wir eben tot waren, ist er wieder umgestellt quasi.
Von daher alles cool, alles cool. Alles easy, alles easy. So. 15%, geht noch was? Ah, nein! Okay, er war schon tot. Es hat irgendwie funktioniert. Oder er war ja noch am Sterben. Vielleicht deshalb, keine Ahnung. Weiß es nicht so wirklich. Na ja, gut, gibt Kohle und Ruf von daher und Erfahrung. So schlimm, wenn es das ein oder andere Mal nicht funktioniert. So. Unsere Taste. Dann funktioniert es. Also falls ihr die Quest mal macht, es ist furchtbar. Ihr müsst quasi auf eure Taste rumhämmern. Je nachdem, was für eine Klasse ihr seid, ist das auch noch beschissen. Aber gut, es ist machbar. Auf jeden Fall ist es machbar. Gucken wir jetzt mal weiter oben, wie es da aussieht. So, mal gucken. Schub, schön. Also man kann kurz bevor der stirbt, kann man schnell draufhauen, dann geht's. Ich würde empfehlen, ab 5% kann man dann schon auf seine Taste hauen. Und was haben wir hier Tolles? Meine Waffe. Eine Kiste mit Waffen. Wenn ganz oben manchmal sind die Ursachen versteckt. Wenn man zum Beispiel jetzt mit den Handy-Notes rausfinden kann, wo dann Kisten und sowas ist und Verstecke und Secrets und waren ja damals sowas wie Adamantit-Kisten überall versteckt. Halt nur die immer, ne? Also. War auch schon manchmal ein bisschen Glück verbunden. Weil wenn die dann da waren, konnte man die auch, egal wie oft looten. Manchmal waren richtig coole Sachen drin, manchmal war halt wirklich Müll drin. Du müsst eigentlich für zwei Zellen hier oben auf dem Turm. Echt mal, aber nö. Oh, das war Glück. Schwupp. Nein, geht nicht. Nochmal nachfahren. Ja, klack. Tada, da sind wir wieder. Ah, Schattenpriester macht bestimmt auch Spaß. Habe ich auch schon ewig immer gespielt. Ich habe damals Schattenpriester gemacht, habe den hochgelevelt und dann saß er so in seiner Garnison rum. Weil damals zu PC hatte ich keinen Schattenpriester. Die Klassen, die ich zu PC hatte, waren auf 70 ein Krieger und ein Schurken. Oh.
Ganzen hatte ich nix. Ich habe zwar einmal alles mögliche angefangen, aber ich hatte beispielsweise, habe ich zu dem Zeitpunkt auch einen Magier gespielt, aber in der Gruppe. Hatte ich glaube schon mal erzählt. Wo dann irgendwann ein Patch rauskam, wo die dann die Trees überarbeitet haben. Wo der dann sagte, nee, das ist doof, so spiele ich nicht mehr. Auf Wiedersehen. Und dann war der weg. Wirklich. Dann war der weg. Ich habe das gemacht noch Spaß oder so, weil wir waren gerade mitten am Leveln. War so ein Tag oder so, ja, nach dem Patch. Dachte, nö, das gefällt ihm so nicht und puff, war weg. Und das war noch vor dem Sonnenplateau. Und danach haben die ja, oder sie sind ja immer wieder am Überarbeiten. Jetzt mittlerweile durch die Artefaktwaffen gibt es ja wieder so eine Art Tree. Nur, dass man halt irgendwann alle ausgefüllt hat, glaube ich, alle Fähigkeiten. Gibt ja noch andere. Glück gehabt. Andere und auch trotzdem, ich fand das krass. Wir waren fünft? Zu viert waren wir. Mein Bruder hat damals mitgespielt und zwei Kumpels von mir. Ja, und dann waren wir nur noch zu dritt. Schlussendlich sind nur noch mein Bruder und ich geblieben, weil der andere hat gesagt, nö, sind wir jetzt nur noch zu, sind wir zwar zu viert, und dann fehlt uns der Heiler. Dann macht der Tank. Dann hat er irgendwann noch mal was anderes gespielt. Dann hat er, sagt er damals, Stress zu Hause noch gehabt. Dann war er auch weg. Aber bei dem war das auch so. Das sagt nichts vorher alles. Dann steht er so einfach puff weg. Dann habe ich ihn in der Schule gesehen, habe gesagt, Emma, wo warst du hin? Ich so, nee. Nee, sagt er. Tut mir leid, aber irgendwie geht nicht. Er hat jetzt alles seinen Charakter wieder gelöscht. Und hat wieder aufgehört mit WoW. So hat man das damals gemacht, im Übrigen. Man hat all seinen Charakter gelöscht. Hat aufgehört mit WoW. Dann circa nach so einem Jahr fing alles wieder an. Schrieb er mich an. Er so, ja, ich habe nochmal angefangen, ich habe mir nochmal alles gekauft. Cool, habe ich gedacht. Hat mir auch noch Kohle gegeben. 500 Gold oder so. Damit er einen Grundbaustein hat, mir gesagt. Taschen habe ich ihm gemacht. Einen Monat später sagt er, nee, tut mir leid. Sollte nicht sein. Ich hänge zu viel wieder in WoW, sagt er. Alles scheiße. Er will das nicht mehr. Er war wieder weg. Hat alle seine Charakter wieder gelöscht. Hätte mir wenigstens das Kohle, die Kohle geben können, der hat. Aber nö. Er sagt, das viel Geld hat er nicht. Aber ich habe gedacht, er hätte wenigstens irgendwas an Kohle. Nö, sagt er. Oder der hatte Kohle, aber war dann quasi zu sehr damit beschäftigt, alles zu löschen und zu verkaufen. Aber ich weiß, er hat alles verkauft nach und nach. Was er mit dem Kohle gemacht? Vielleicht hat er sie mitgelöscht, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Dann, dann war er auch, wie gesagt, hat erst alles gelöscht. Hat er noch ein paar Screenshots gemacht. So von seinem Charakter, die er hatte und ich glaube, in den 2 Monaten der hat viel gespielt, ja. Er war auch teilweise dann nicht in der Schule, wenn er gespielt hat. Ich meine, einerseits war es gut für ihn, dass er gesagt hat, so, ne weiter. Andererseits war es halt cool, doof für uns, weil er dann wieder weg war. Weil ich finde, es ist schon ein großer Schritt zu sagen, er hört auf. Weil er das nicht unter Kontrolle hat. Keine Frage. Keine Frage. Und ja,
So war das damals. So, da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht reden wir weiter über WoW, Sucht, Nicht-Sucht. Mal gucken. Weiß noch nicht. Da würde ich sagen, auf Wiedersehen. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Tschüss.